Mir hat jetzt eine Bürgermeisterin erzählt, dass bei ihr auf dem Bürgeramt jetzt in einer Woche 3 oder 4 ältere Menschen waren, die ihre Reisepässe quasi aktualisiert haben. Mhm. Alle mit der Begründung, wir wissen ja nicht, ob wir vielleicht bald aus Deutschland fliehen müssen. Also das triggert das, ja, was da gerade passiert. Ja, gut, die haben natürlich alle Kriegserfahrung. Ja, die haben das schon halt. So, und die haben Angst jetzt wirklich. Ja, und deswegen verstehe ich auch jeden, der jetzt sagt, er muss bestimmtes Repertoire an Lebensmitteln zu Hause haben. So, Also das ist mir jetzt auch gerade bei meiner eigenen Mutter passiert. Was ist denn das? Ich sitze bei dir im Wohnzimmer, was versteht denn da im Flur? Das ist mein Fluchtkoffer. Hm. Ist ja wieder ein Fluchtkoffer. Ja, was ist da drin? Hm. Ich sage, das haben wir, der Heinz und ich, wir haben einen Fluchtkoffer gepackt. Und wenn ich dann meine 17-jährige Tochter frage und sage, glaubst du, dass der Putin uns hier schaden kann? Das passiert doch nicht. Der ist doch nicht so auf dem Knopf.